So, und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights für des Unterreiches mit unseren lieben Begleitern Dekin und Linu. Befinden wir uns jetzt nämlich in der dritten Ebene mittlerweile und verfolgen die Drow. Schauen wir mal, ob wir sie bald einholen, vielleicht Halaster finden und so, ne? Aber schauen wir erstmal weiter. Außerdem haben wir immer noch nicht unsere Ausrüstung wiedergefunden. Was wurde mit unserer Ausrüstung los angestellt? Jetzt mittlerweile brauchen wir unsere Ausrüstung gar nicht mehr, aber ich will die trotzdem wieder haben. So. Sie müssen hier ein paar Drow vorbeigekommen sein. Hm. Mensch, Königin lag sich zu begrüßen und hofft nach vorne. So sehen wir uns wieder, Mensch, wie wir gesprochen. Letztes Mal wartet zwar noch ein Reptil, aber jetzt seid ihr Mensch. Die Zeit ist gekommen, dass ich euer Schwarm bei euch dafür revanchiert, dass ihr mich von dem Drow befreit habt. Okay. Wie wollt ihr das denn anstellen? Wieso findet sich in Lage der Drow? Wenn ihr dorthin kommt, seid ihr gezwungen, eine fürchterliche Schlacht gegen Dunkelelfen zu führen. Eine Schlacht, die unumständlich überlebt. Aber wir wissen, wie diese Kombination umgangen werden kann. In der östlichen Ecke dieses Raums befindet sich ein verborgener Tunnel, der mein Volk unter der Erde grub. Der Tunnel führt jenseits zu jenseits liegenden Kammer, sodass ihr das Drow-Lager nicht durchqueren müsst. Die ging vor allem diese Idee, großer Boss. Die gehen sein Drow seien schlimm, dabei schleichen besser als kämpfen. Ich weiß nicht, mein Lieber. Ich bin mir sicher, dass diese Kreatur es gut nutzen meint, aber wir sind vielleicht nicht dazu geschaffen, durch ihre Tunnel zu gehen. Wir wollen keine Mitleid mit einer Kolonie durch den Tunnel und an den Drow vorbeiführen. Wenn Tunnel hinter euch versperren müssen, das heißt, dass ihr nicht wieder diesen Weg zurückkommen könnt. Aber ich möchte schon gegen die Drow kämpfen. Möchtest du kämpfen als schleichen, unser Boss? Okay, wenn Boss kämpfen will, dann auf die gehen. Ich bin mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Dann können wir mit ein paar Drow fertig werden. Eigentlich freue ich mich schon drauf, sie zu besiegen. Genau wie wir. Sie müssen wir nicht entfernen, damit unsere Kolonie nicht mehr gefährden können. Nun gut, Mensch. Meine Kolonie wird sich bei eurem Angriff auf das Drow-Lager anschließen. Geht dorthin, wir werden da zustoßen, sobald der Kampf begonnen hat. Wir werden zusammen unseren gemeinsamen Feind abschlachten. Okay. So, was wollen wir denn heute? Welches Gifter hätten es denn gern? Drow gegen Drow? Ah, ich finde, wir könnten mal wieder unseren Peitschenmeister rausholen. Aber die Drinne wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Dann nehmen wir heute mal die Drinne. Kennen wir nix. Drinne, Drinne. Das ist ja auch die Drinne. Was? Angriff! Schon mal gesagt, dass ich Dunkelheit hasse. Oh, die Drinne sollte eigentlich dunkle Sicht haben. So, weiter. Drow, Erzbischof. Erfolg. Ja, nur vielleicht sollten wir aus diesen Stacheln rausgehen. So, da sind noch welche. Die Kinder sind nicht, ist noch nicht Zeit zum Freuen. Es ist Zeit zum Gegner umbringen. Lino, was ist da los? Drin hat einen Vorteil, nämlich weil die eine Kategorie größer ist als normal groß, ist das Niederwerfen besonders effektiv eigentlich, wenn es mal angewendet wird. Die haben Dirtenwurf von 16 dagegen damit. Und vielleicht nicht. Er schmeckt seinen Feind. Noch mehr? Oh, der lebt ja noch. War nicht tot. Jetzt lebt er nicht mehr. Okay. Arbeit. Da hat von den Formianern irgendwer überlebt. Oder sind die schon wieder weiter? Königin schleiche noch rum. Nun gut. Harfe.
Das will nicht durch die Tür, ne? Jupp. Boss. Ja. Wie sollen die ihr neues Buch nennen, wenn es fertig sein? Wir hatten dieses Gespräch schon, aber warum fragt ihr denn? Mein Buch dreht sich alles um den Boss und das große epische Abenteuer. Boss hat wirklich keine Meinung? Ich denke, euer Verleger würde den Titel sowieso wieder ändern, oder? Erinnern Dekin nicht an den Dekin hassen den Kerl. Eines Tages wird Dekin in sich schnappen und in alle Wärzen dreht. Oh, Gott. Aber gehörig. Aber der Boss hat wirklich recht. Na gut. Entschuldigung. Weg nach Norden. Der Wunderweiz ist abgestürzt. Was ist denn da schon wieder los hier? Ugh. Was wieder an, würde ich sagen. Interessant. Bin mir sicher, was da wieder für Probleme losgehen. Irgendwie sind irgendwelche Texturen, die zu Abstürzen führen. Ich hatte gerade wieder versucht, die Kamera zu drehen und dann ist wieder irgendwas passiert. Was passiert immer, wenn irgendwie Wasserflächen in die sind, ist mir aufgefallen. Ah, ich hatte nach dem Kampf nicht gespeichert, natürlich. So. Vielleicht kann man dann eine Sache anders machen. Gib mir vorm Kampf wahrer Blick. Ich wollte mit übertragen werden. Hier rein hier. Angriff! Das ist doch scheiße. Das wird wohl. Er ist die Kleriker. Er ist die Kleriker und Magier. Was bezahlst du da? Also komm, ist okay. Was greifst du überhaupt an? Nee, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich sehe zwar nichts, aber wir greifen weiter an. Mein Charakter sieht hoffentlich genug. Sieht irgendwie manchmal so aus, als würde sie nicht angreifen, aber ich habe das Gefühl, die macht das trotzdem. Man sieht nur einfach keine vernünftige Angriffsanimation. Naja, so. Diesmal speichern wir aber nach diesem Raum. Mal kurz unterhalten? Ja. Man kennt Legende über Lasse Schwarzmantel, ein Magier, der alles schuf. Macht dann auch so eine Armbewegung.
Okay. Die Elfen kennen ihn also aus Legenden. Wie alt ist er denn? Ein bisschen älter als die meisten Magier, aber nicht ganz so alt wie Elminster, der Gelehrte. Das reicht, um einen Elf zu beeindrucken. Schließlich war er schon vor Tiefwasser da. Okay, dann erzählt mir, was ihr über ihn wisst. Erinnert dich an den Gasthof zu gehen, im Schlund, wo wir begonnen haben? An der Stelle baute Laster einst seinen Turm, lange bevor Tiefwasser gegründet wurde. Immer tiefer grub er sich in den Boden und baute immer mehr in die Tiefe als nach oben, bis eine alte Höhle vorstieß, die früher dem Volk der Zwerge gehört hatte. Wenn man den Legenden Glauben schenkt, wurden diese Zwerge von den Jorah ermordet, die noch immer in den Höhlen siedelten, als Alastair erschien. Alastair beeilte sich, die Jorah wieder umzubringen und zu versklaven, um dieses Gebiet für sich zu nutzen. Okay, also gehört der Unterberg irgendwann mal den Zwergen. Hier waren die früheren Besitzer, ja. Alastair hat vieles geändert, weil er andere Ziele mit dem Volk das Höhlensystem weiter ausbaute. Vielleicht ist er ja zu weit gegangen und das Unterricht eingebrochen. Aber warum hat er dann den Unterberg mit Rätseln und Monstern vollgestopft? Die Gänse sagen, dass er sei von dem Wahn besessen, seine Macht verlieren zu können. So schuf er all die Klone, Fallen, Rätsel, um mögliche Fallen von seiner Magie fernzuhalten. Natürlich waren wir alle seine Feinde. Er hat erwähnt, dass er ins Unterricht eingebrochen ist. Was meintet ihr damit? Ich weiß nicht wirklich, ob ihr Unterberg sich bis ins Unterricht erstreckt. Einige Geschichten sagen ja, andere nein. Es ist offensichtlich, dass irgendeine Art von Konflikt begonnen hat, oder? Okay. Ich denke, ich habe genug gehört, danke. Dankeschön. So, diesmal keine Kamera. Ich habe keine Kamera bewegt. Jetzt haben wir den Spaß wieder. Spontane Abstürze. Schon eine Weile her, dass wir da unseren Spaß mit hatten. Ja, 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 ja. So. Komm wieder, jetzt machen wir mal schon nur auf die Wand fokussiert. Sorry, aber ich habe keine Ahnung, wo ans Licht. Diese Sperrabschlüsse sind irgendwie sehr beliebig an irgendwelchen Stellen. Das letzte Mal, das zu heben, hat Stunden gedauert. Und ich passiert jetzt immer, wenn ich auf die Tür zeige. Ja. Ich habe auch wieder versucht, auf die Tür zu zeigen und dann ging es wieder hoch. Aber ich kann da nicht durch die Tür gehen, ohne auf die Tür zu zeigen. Ne? Das ist halt schon irgendwie ein Problem. Und nicht mit auf die Tür beugen kann. Ah. Wenn ich auf die Tür zeige, gibt es anscheinend keine Probleme. So, ich zeig jetzt auf die Tür. Wie soll ich denn durch eine Tür kommen, wenn ich die Tür zeigen kann, Mietz? Oh, den habe ich noch. Otano, voll Digama! Otano, hm. Das hat nicht ganz gereicht. So, dann rasten wir jetzt hier. Können wir ja rasten. Versuchen es zumindest mal. Machen unsere mächtigen Assassinen einen tierischen Lärm.
Hoffen wir, dass das Problem daran liegt, dass die Tür irgendwelche komischen Probleme hat. Dass ich, sobald ich nicht auf die Tür zeigen muss, da durchlaufen kann, wenn ich das. So, jetzt ist die Tür ist down. I say again, die Tür ist down. So, sowas mit dem Durchlaufen nochmal. Warte, die Maus ist wieder kurz drauf gekommen. Da, wo die Türbox war. Kann das Gebiet, man kann das Gebiet tatsächlich verlassen, ohne wenn man einfach durchläuft, durch da, wo die Barriere war. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal. So. Ungefähr klappen, ja. So, Maus weit von der Tür weg. Naja, auch beim Durchlaufen ohne drauf zeigen gibt es ein Problem. Ja, ich werde wieder die Aufnahme hier an dieser Stelle unterbrechen und schauen, ob ich irgendwie eine Lösung dafür finde. Wir sehen uns möglicherweise gleich in der nächsten Folge. Keine Ahnung, je nachdem wie schwerwiegend das Problem ist, ob ich das noch lösen kann, bevor ich diese Folge hochladen muss. Deswegen, oh mein. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe es durch die Tür geschafft, nämlich die Grafiktiefe von 64-Bit auf 16 Kompatibilitätsmodus runtergestellt habe. Deswegen, wenn das Spiel bescheidener aussieht, dann tut es mir leid, aber das Spiel nicht fortsetzen kann, haben wir alle nicht viel davon. Von daher machen wir das jetzt erstmal so weiter. Bin nicht sicher, was die genaue Ursache für die ganzen Crashs ist. Ups, Entschuldigung. Dazu müssen ein paar Drove beigekommen sein. Ja. Yeah. Natürlich schon wieder. Sie ist ja so leise. Ja, ist schön, euch wiederzusehen. Ah, danke. Ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Ich muss euch fahren. Ich habe die Gegend ausgeschafft und bin in ganzer Nähe auf ein großes Lager der Warscher Resttruppen gestoßen. Nee, über diese Brücke geht auf die direkt drauf zu. Gut. Danke für die Warnung, wir werden vorsichtig sein. Ich habe noch mehr für euch. Die Drow haben auf einem Vorsprung hinter dem Lager zwei Ballisten aufgestellt. Wenn sie frontal angreifen, werden sie euch mit ihren Ballisten ins Stück gehauen. Es gibt eine Möglichkeit, sich hinter das Lager zu schleichen und ungesehen zu den Ballisten vorzudrücken. Ich könnte sie mit eigenen Waffen schlagen und einen Todesregen auf den Nier prasseln lassen. Oh, Tiggy macht einen Plan, Boss. Die bösen Drow sollen eine üble Überraschung erleben. Ich sollte nicht, dass er sie als fairen Kampf bezeichnen würde, aber natürlich hat niemand gesagt, dass die Drow selbst fair kämpfen. Doch kämpft dem schmalen Korridor nach Norden. Er steckt in einer Sackgasse zumindest und es gibt einen geheimen Durchgang, der euch direkt zu den Ballisten führt. Okay. Danke für die Informationen. Ich muss jetzt gehen. Es sei denn, ich habe noch etwas auf dem Herzen. Nee, das war alles. Danke für die Warnung. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Jo, nach Norden, sagt sie. Ja, das ist nicht Norden. Kommen wir her. So, dann folgen wir mal den Weg weiter nach Norden. Oh Gott. Tekin, die sieht ja gar nicht gut aus. Oh, Schuppen sind ganz grau. Was stimmt denn mit euch nicht, mein Lieber? Tekin, sei nervös. Tekin, sei immer nervös, wenn er ein Gewölbe rumlaufen muss. Tekin, sei nicht sehr tapfer. Doch gar nicht ungewöhnlich. Wir finden alle so. Wirklich? Aber natürlich. Ich erinnere mich noch, als ich ihr Maresca das erste Mal verließ. Leute, sie hängen die Heiligen Case und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte solche Angst. Ich war vorhin nie von zu Hause fort. Ich kannte die Sitten und Gebräuche der Menschen nicht immer so schüchtern, dass sie mich fürchterlich ausgenutzt haben. Ach, die Kinder wissen, was das bedeutet. Dann machen wir mit sich dran. Im Leben erfordert alles Mut, auch wenn man kein Abenteurer ist. Allein die Tatsache, dass ihr hier seid, sagt eine Menge über euch aus. Und was sagen das aus? Sagt aus, dass ihr viel tapfer seid als jene Leute, die euch als Lebensretter brauchen. Sagt aus, dass ihr selbst dann noch ein Held seid, wenn ihr scheitert, was dabei ist, zumindest versucht habt. Na, Dicky mögen das. Wir denken auch so ein schöner Elfenname. Ihr seid wirklich nett. So wie Boss. Ich hoffe. So. Norden. Dachte sie. Geht's hier nicht mehr ganz weiter, aber anscheinend gibt's hier noch einen weiteren Weg. Ne, wir laufen weiter. What the frick? Liebe Güte. Nein, nicht weglaufen. Ach, Gott, folgt mir.
So, Tunnel betreten. Okay. Jetzt greifen wir sie an. Und Feuer! Solenus Magna! Montano von Digimon! Haha! Haha! Ich komme sofort! Auf den Boden. Okay. War noch mehr. Ja. Weißt du was, ich ignoriere dich einfach mehr. Durchschlagender Erfolg. So, also noch ein paar mehr. Ein durchschlagender Erfolg. Leg ihn. Leg ihn dann irgendwo fest. Egal, so. Gut, haben wir die Kanone noch mit benutzt. Ach, hier war noch eine gewesen. Ups. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Eine flinke Ketten. Juno, wolltest du nicht die Rüstung tragen? Kannst du die Hassstiefel, können wir dann Dekin geben? Warte mal, da ist noch welche. Meister. Scharfschütze. Da. Ich hätte mich auch verwandeln können, aber kann auch einfach Sachen kaputt hauen. Hallo! Kenn ich sie? Ah. Hab das Gefühl, die Sachen kenne ich irgendwo, ja. Okay. Schriftrolle ist eine engen, eleganten Handschuhe geschrieben. Die Ausrüstung wurde dem letzten Opfer der Roten Schwestern abgenommen. Wenn unsere Herren ankommen, wird es den Gegenstände persönlich untersuchen wollen. Dann sollen wir mal fein hübsch vergessen. Ich werde diese Gegenstände jetzt erstmal wieder an mich nehmen. Kraftstein! Hey, schön, dass du wieder da bist, Kraftstein.
Flaschen. Tagebuch. Wir nehmen unser Tagebuch mit, aus sentimentalen Gründen, ne? Duftender Fetisch. So, Gefühl für Tiere verstärken, naja, von mir aus. Ein Spiegelschild, noch ein roter Drachenpanzer. Ich wusste, wir hatten schon mal einen davon. Ey, die Spählinse. Die ist auch ein Gegenstand, den ich gerne wieder dabei habe. Wie Zeug, das wir dabei hatten, ey. Transportable Tür. Ach, die nehmen wir auch mal mit. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen, aber nehmen sie mal mit. Können nichts mehr tragen, Fix. So, da habe ich ja gleich offscreen viel Sachen umzuschieben. Yay, okay. Dann sind noch ein Gegner. Die machen wir eben noch fertig. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Du, das ist ein Feind. Ganz ruhig. Bedeuten. Oder auch nicht. Boah, ich glaube, aber wir haben jetzt die meisten Sachen hier gefunden, die Feinde gefunden. Also, was? Okay. Hier unten geht's weiter. Na gut, aber dann werde ich jetzt hier, wenn die ganze Inventar voll ist, mit dem ganzen Tant, den wir von Anu dazu mal noch jetzt wieder mit dabei haben, werde ich glaube ich an dieser Stelle mal die Folge beenden, um das Inventar zu sortieren. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Möglicherweise sind wir, dauert es nicht mehr lange, bis wir Halaster finden, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.